Man hat gesehen, dass sie hinten sehr gut stehen. Der Torwart hat viele Dinge rausgeholt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man ist schon ganz schön kaputt. Aber es geht weiter, sind noch 30 Minuten, dann gibt es nochmal Dampf. Und wir werden alles versuchen, das nötige Tor zu schießen. Na klar, haben Sie Elfmeterschießen trainiert vorher? Na sicherlich plant man sowas mit ein. Also wir wussten ja, die haben 8 Spiele kein Tor bekommen. Und da muss man mit einplanen. Und wir haben geübt. Und wir werden sehen, natürlich am Ende entscheiden die Nerven. Das Spiel steht auf der Kippe. Sie sehen selber, es geht hin und her. Hüben wie drüben sind die Chancen und am Ende wird wahrscheinlich der Glückliche der Sieger sein. Ich hoffe, wir sind's. Es fiel ja auf, dass in den letzten Minuten die Franzosen doch einige Chancen mehr hatten. Belastet das jetzt irgendwie noch zusätzlich für diese Verlängerung? Nein, das ist ganz normal im Fußball. Es geht jetzt hin und her, ich hab's gesagt. Ist doch klar, dass man jetzt ein bisschen öffnet. Man will die Entscheidung erzwingen und auf der anderen Seite sie genauso. Und deswegen sind ein paar Chancen mehr gekommen, aber das ist ganz normal. Die haben 2, 3 Chancen gehabt. Das kriegt jede Mannschaft in ein Auswärtsspiel. Das ist eine normale Sache im Fußball. Alles klar, viel Erfolg für die Verlängerung und dann, wenn es weitergehen sollte, das nötige Glück. Dankeschön. 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 So, Eike Köttner, da haben Sie ein Tor geschossen in der 110. Minute. Da war doch im Prinzip eigentlich alles klar, oder wie haben Sie es gesehen? Normalerweise, wir haben uns zwar nicht waren uns nicht gewiss, dass wir dieses Spiel trotzdem noch gewinnen könnten. Aber irgendwie schöpft man doch große Hoffnung, vor allem nach so einem großen Spiel gegen diesen Gegner. Ja, die Enttäuschung sitzt tief, das ist ganz klar. Ich will trotzdem noch mal auf ein Detail eingehen. Sie sollten ja eigentlich schon ausgewechselt werden. Haben Sie das mitbekommen? Nee, an so Sachen halte ich mich im Spiel nicht aus. Wenn es der Trainer gemacht hätte, wäre es seine Sache. Ich habe gespielt und so lange wie es ging. Und im Prinzip kam das Tor eigentlich noch zur rechten Zeit. Aber dann, dieser Freistoß, haben Sie den auch sehen können oder wo haben Sie... Ja, gut, ich habe ihn etwas unglücklich verschuldet, aber es ist natürlich bitter, mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen, dass er noch reingeht. Alles klar, wir haben Verständnis, danke Eike.